Diese Szenarien von Unfällen und Katastrophen haben eines gemeinsam. Wenn sie eintreten, rückt die Feuerwehr aus. Diese Frauen und Männer, die oft Gesundheit oder Leben riskieren, um anderen zu helfen, werden auch Floriani-Jünger genannt. In Anlehnung an den heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren. Sein Namenstag, der 4. Mai, ist für viele Feuerwehren Anlass für eine Floriani-Feier. So auch für die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt. Corona-bedingt wird diese Feier auf Ende August verschoben. Die Feier beginnt mit einer Messe, zelebriert vom Ortspfarrer Josef Hirnsberger mit anschließender Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal. In der Festhalle erfolgt durch Ortsfeuerwehrkommandant Georg Weiß der Tätigkeitsbericht. Und dann ein sehr erfreulicher und seltener Höhepunkt. 13 neue Feuerwehrmänner werden angelobt. Ja, also mir als Ortsfeuerwehrkommandant geht es bei diesem Thema, wenn gerade erwachsene Leute zur Feuerwehr kommen, sehr gut, weil gerade diese Leute kommen mit einer Überzeugung zur Feuerwehr, die was demnächst eben helfen wollen. Und da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich muss sie ausbilden, damit sie nachher dem Einsatz gewachsen sind und das Integrieren in die Mannschaft bei uns an. Super Gemeinschaftsgefüge ist einfach relativ einfach. Ja, als Landesfeuerwehrkommandant hat man eine große Freude und ist stolz auf seine Organisation, auf die Feuerwehr. Wenn in einer Gemeinde wie da in Altenmarkt bei der Floriani-Feier 13 junge Männer angelobt werden können und das ist in einer Zeit, die für uns nicht einfach war, vor allem in den letzten eineinhalb Jahren, war das Pflegen von Kameradschaft und Freundschaft sehr schwierig. Und umso mehr freuen wir uns, dass 13 junge Männer aus Altenmarkt sich entschieden haben, der Feuerwehr hier im Ort beizutreten. Es werden auch Beförderungen ausgesprochen und Medaillen vergeben als Anerkennung für viele Jahre des Einsatzes, wie zum Beispiel für 25 oder gar 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit. Ein weiterer Höhepunkt, die Weihe der neuen Drehleiter mit offizieller Übergabe des Landesfeuerwehrkommandanten an den Bürgermeister Rupert Winter. Die Alte hat nach 27 Jahren bereits geschwächelt. Es ist immer wieder relativ einfach zum Beheben gewesen, aber es war, ja, wenn die richtigen Maschinisten am Werk waren und die, was einfach sehr viel Erfahrung gehabt haben, die haben sie weiterhelfen können. War ein junges Team unterwegs oder ein jüngeres, unerfahreneres Team unterwegs oder die, was beruflich nicht unbedingt jetzt irgendeinen mechanischen Beruf beheimatet sind, ja, dann habe ich schon in gewisser Hinsicht ein bisschen Bauchweh gehabt und darum haben wir das Projekt ehestmöglich gestartet, dass wir eben diese Drehleiter austauschen und nach 27 Jahren ist uns doch gelungen, die finanziellen Mittel aufzunehmen, dass wir das schneller haben können. Die neue Drehleiter steht im Altenmarkter Feuerwehrdepot und kann bei Bedarf von Feuerwehren aus der Umgebung angefordert werden. Ein Thema bei den Feuerwehren ist die Jugend. Angelobt werden zwei Burschen, die seit einem Jahr bei der Jugendfeuerwehr sind. Und sie sind es gerne. Ja, es macht Spaß und am meisten gefällt mir eigentlich das, wenn wir dann immer bei den Übungen ausrucken und dann uns das alles erklären und wir das dann selber auch probieren dürfen. Ja. Und wie geht's da dir, Martin? Ja, auch das Gleiche. Es ist das Gute mit halt Freund. Halt was noch. Martin, Hand aufs Herz, fährst immer gern hier oder gearbeitet schon mit den einen oder anderen Tag einmal, was sagt, heute bleib ich dir lieber daheim? Nein, eigentlich nicht. Das hätte ich noch nie gehabt. 19 von 25 Feuerwehren im Pongau verfügen über eine Jugendfeuerwehr. Aber man ist nie voll, man hat immer Luft nach oben und ja, die eine oder andere Feuerwehr würde schon ein bisschen Nachschub noch benötigen, aber wie gesagt, wir sind da alle dran, dass wir Nachwuchs kriegen mit verschiedenen Veranstaltungen. Zum Beispiel, wenn die Feuerwehr Schulen besucht, um die Jugendlichen an das Thema heranzuführen oder einen Aktionstag abhält. Ab dem 10. Lebensjahr empfiehlt Gerhard Steiner, bei der Feuerwehr einzutreten. Sollte aber so schnell wie möglich auch eintreten, damit sie so viel wie möglich lernen, damit sie so viel wie möglich mitkriegen von der Übung, von der Jugendfeuerwehrübung, damit sie nachher, wenn sie zur großen Feuerwehr kommen, dann gesattelt sind, dass sie wissen, was dann zu tun ist.
Es ist für die Eltern überhaupt keine finanzielle Belastung. Die brauchen nicht einmal einen Cent in den Hand nehmen. Die Mädchen und Burschen werden vollständig ausgerüstet mit Bekleidung, mit der ganzen Ausrüstung. Das geht von Helm, von Handschuhen, von der Bekleidung bis zu Sicherheitsschuhe. Die bekommen alles. Natürlich werden die auch verpflegt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen Zeltlagern fahren oder Skifahren gingen oder Wissenstests machen und dergleichen, werden die verpflegt. Und ganz wichtig natürlich auch, was ganz wichtig ist, die Jugendlichen sind natürlich bei der Jugendfeuerwehr versichert. Und das Wichtigste natürlich auch, dass die Jugendlichen wissen, dass die Mitmenschen helfen können, damit man eben auch, nachher, wo man in der großen Feuerwehr ist, Menschenleben retten kann. Und das ist an und für sich ein gutes Gefühl. Und da weiß man, dass man was Richtiges gemacht hat. Und so gilt auch hier der abgewandelte Spruch: Drum übt sich, was ein großer Feuerwehrmann werden will.